Das für Erinnerungs. Lass mich doch in Ruhe, du Pisser. Ist mir eh nix. Sein Pupsmobil da. Wir müssen, glaube ich, auf jeden Fall erstmal nach rechts. Und da irgendwo. Sind die zurückgesetzt? Nee. Ich mach mal keinen Quick Save. Ich habe nämlich Angst, dass er mich erschießt. So. Matsch. Ich mag. An sich ist das eine coole Idee, sowas Großes zu zeigen, aber ich finde, das hier ist mit, ich sag mal, das hässlichste Level, also das hässlichste Levelteil von Oddworld. Weil es halt alles so klein, also so extrem klein ist irgendwie. Ist meine Meinung. Das Coole ist halt, dass vorne im Vordergrund so ein Wanted-Schild steht. Oh, das wird knapp. Eieiei. Okay. Gepäckaufbewahrung steht da oben übrigens mit einem dicken Pfeil. Okay. Jetzt sind wir gleich an einer Stelle, an der ich immer noch nicht so ganz genau weiß, wie man die machen soll. Ich habe nämlich bisher immer das Gefühl gehabt, dass ich die falsch mache. Aber ich zeig's euch gleich einfach mal so. So, da müssen wir hin, zur Telefonzelle. Konferenz im Gange. Vizepräsident Aslick darf nicht gestört werden, insbesondere nicht, um das Glacken Stimmerkennungsschloss zu öffnen und das Haupttor der Soulstone Brewery zu entschärfen. Brewery. Da ist er. Ich finde, die Gegend, wo er sich aufhält, irgendwie ein bisschen komisch. Das würde ich eher so in der Fleischerei irgendwie vermuten. Na gut. Penner. So, du siehst mich nicht? Nein, das ist gut. Ja, da war nix. Keine Sorge. So. Dann gehen wir den jetzt hinterher, wenn er sich rumdreht. Oh, das wird anstrengend jetzt. Oh, das ist aber genau getimed, ne? Da war nix. Ich dachte, da wäre eine feste Wand. Oh.
Okay, dann schleiche ich den mal. Das ist auf jeden Fall die Stelle, wo ich nie weiß, wie man die genau machen soll. Okay, die kommen jetzt gleich gleiche zurück. Muss man das so machen? Ich habe das früher mal anders gemacht. Ich habe mich oben auf diese Empore gestellt und bin dann gesprungen, wenn die, glaube ich, in eine andere Richtung geguckt haben. Das war jetzt aber auch gerade sehr elegant, muss ich sagen. Ach, wir schnappen uns mal Erslick mit seinen grünen Augen und seinem eigentlich ganz schönen Anzug. Mit diesem Streifen da. So. Nicht da stehen bleiben, ey. Wie beim Bummeln, ey. Na gut, mit dem kann ich, wenn ich wirklich jetzt hier was anfangen. Hoffen wir, dass das jetzt nicht ein Fehler war, den da hinzustellen. Ich hoffe, dass der gleich einfach weg ist. Nächste Frage. Die Synchronstimme von dem Slick, den wir jetzt schon das dritte Mal gesehen haben, ist das die Stimme von Brad Pitt? Also von alten Brad Pitt-Filmen. Ich glaube, der hat irgendwann mal seine Stimme geändert, aber von alten Brad Pitt. Brad Pitt. Brot Pitt. Ich meine, das hört sich sehr nach seiner Stimme an. Zwar sehr gedrückt, so, aber. Das ist ja jetzt scheiße. Jetzt muss ich den hier rüber locken. Ich hoffe mal, das geht. Hallo? Oder ich muss hören. Ich bin gelaufen. Gerannt sogar. Aber das sollte so funktionieren, dass ich höre, wann er näher kommt. Das finde ich natürlich auch sehr cool, dass man das so hört. Hallo. Trotzdem nochmal hier oben hin. Aber der kommt nicht. Jetzt kommt er näher. Okay. Das war gut und ich denke mal, ich werde jetzt nach links einfach in den anderen Bildschirm springen, wenn das geht. Wenn nicht, knall ich gegen die Wand. Hat funktioniert. Da ist der echt darüber gelaufen. Was ein Spacko. Was ein Spacko. Ja, mach schon. Züge wieder im Hintergrund. Boah. Ich glaube, hier kann man was Lustiges machen. Naja, nicht ganz. Ich dachte, das wird so püh, püh, püh. Das ist, wenn ich mich hier so in, da so zwischenstelle, so wie so.
Schon süß. Massenschlägerei könnte man hier auch anzetteln. Aber das wollen wir ja nicht, ne? So, 26. Ich kann das nicht lesen. Arbeiter im Depot, ganz oben. Das ist zu dunkel bei mir am Bildschirm. Gut, weiter. Map. Ah. Das war ja mal schnell. Abe ist nicht so schnell, denn er hat schon wieder Problemchen gehabt. Den dürfen wir uns nicht entgehen lassen, denn wir haben ja gleich wieder ein kleines Geheimnis vor uns. Den wir wahrscheinlich hart verkacken. Was ist das? Haben wir das schon gelesen? Ja, die haben wir schon. Oben links, das haben wir auch schon. Haben wir, glaube ich, jetzt gleich wieder ein Filmchen zum Angucken. So, jetzt müssen wir mal hier gucken. Das ist wirklich nur... wirklich nur... ein Geheimnis. Will? Irgendwas stimmt hier mit dem... Ich glaube, mit dem Controller stimmt irgendwas nicht. Mein Pups werde ich hier aber nicht für verschwenden. Oh. Huch. Und wie ich meinen Pups dafür nicht verschwenden werde. Ey, sorry, den will ich echt nicht dafür vergeuden, weil ich nicht weiß, was jetzt gleich kommt. Und da kann man so einen Pups schon mal ganz gut gebrauchen. So. Ist das irgendwas, wo man wegrennen muss? Kann ich mich ja so gar nicht mehr dran erinnern, aber das ist auf jeden Fall schon bei Soulstorm Brewery. Brr. Ach, hier kommen wir bestimmt vorne raus, ne? Nein! Okay, da müssen wir ein bisschen besser abpassen. Ich habe eigentlich gedacht, unser werter Herr Abe wird sich nicht so viel Zeit lassen, da durch die Tür zu gehen. Boah, war das knapp. Okay. Siehst du mich? Ja, mein Gott, tut mir leid. Woher soll ich denn wissen, dass da kein Schatten mehr ist? Weil das sah halt schon wieder so, das war grenzwertig. Habe ich einen Quicksave gemacht? Bitte. Ja gut, nicht ganz da, aber